Der mysteriöse Fall der Schulzes aus Drage. Von einem Tag auf den anderen verschwindet die Familie 2015 aus einem kleinen Dorf in Niedersachsen spurlos. Passanten finden später den Vater ertrunken am Elbufer. Doch von Mutter und Tochter fehlt bis heute jede Spur. Und wir schauen zunächst auf dieses Bild hier. Was sehen wir? Eine Mutter umarmt ihre Tochter. Ja, es ist Silvia Schulze aus Drage mit ihrer damals 12-jährigen Tochter Miriam. Ein Foto, was Glück und auch Geborgenheit transportiert. Und die beiden, die sind seit dem Sommer 2015 vermisst, spurlos verschwunden. Ein ungeklärtes Schicksal, das uns wirklich nicht loslässt, weil es so unfassbar mysteriös ist. Es wurde monatelang, jahrelang nach den beiden gesucht, ohne Erfolg. Nur der Vater und Ehemann, der wurde kurz nach dem Verschwinden der beiden Frauen tot am Ufer der Elbe aufgefunden, mit einem Betonklotz am Bein. Ja, und die Frage, die bleibt natürlich, hat er seine Familie ausgelöscht und sich danach selbst das Leben genommen oder war doch alles vielleicht ganz anders? Unser Reporter Thomas Knob, der hat mit der Tochter der verschwundenen Silvia aus einer früheren Beziehung gesprochen. Bilder, die eine glückliche Familie zeigen. Die Schulzes aus Drage. Marco und Silvia und ihr Wunschkind, die damals 12-jährige Miriam. Sie wird geliebt. Besonders ihr Vater hat ein inniges Verhältnis zu ihr, berichtet ihre Halbschwester Sabine. Miriam ist ein aufgewecktes, fröhliches Mädchen, hat viele Freunde. Ihr großer Traum? Sie möchte einmal Tierpflegerin werden. Pferde sind ihre große Leidenschaft. Am liebsten geht sie reiten. Doch ihre Reiterferien wird sie nie antreten. Denn Miriam wird seit dem 23. Juli 2015 vermisst. Genau wie ihre Mutter Silvia. Bis heute beschäftigt Ermittler, Journalisten und Angehörige vor allem die eine Frage. Leben Mutter und Tochter noch irgendwo? Oder hat jemand die gesamte Familie ermordet? Hat gar der Vater Frau und Tochter getötet? Und das ist auch das, was in meinem Kopf vorgeht. Das Mädchen war 12 und hatte ihr Leben noch vor sich. Dann wirklich so verzweifelt zu sein, auch die Kleine mitzunehmen. Und ja, und da wünsche ich mir manchmal halt einfach, hätte er sie einfach irgendwie mit einem Koffer vor meiner Tür abgestellt. Bild-Chefreporter Thomas Knob ist von der ersten Stunde an mit dem Fall Schulze betraut. 6 Jahre Recherche und noch immer keine Antwort auf die Frage, was ist geschehen und warum gibt es bis heute keinen Hinweis auf den Verbleib von Mutter und Tochter. Wie kann es sein, dass Menschen einfach spurlos verschwinden? Wie kann es sein, dass es von einer Mutter und ihrer Tochter seit 6 Jahren weder ein Lebenszeichen gibt, noch ihre Leichen gefunden werden konnten? Bis heute gibt der Fall Schulze auch den Ermittlern Rätsel auf. Alle Spuren führten ins Nichts. Alle Hinweise sind abgearbeitet. Wenn so ein Fall offen bleibt, dann hängt das an den Kolleginnen und Kollegen. Letztendlich ist das, was für alle Seiten total frustrierend und nervenaufreibend ist, dass wir so wenig wissen über den konkreten Ablauf und dass wir vor allen Dingen das definitive Ende, nämlich das Auffinden von Mutter und Tochter, nicht haben, sodass das immer noch ungeklärt ist. Im Sommer 2015 ist der Fall Schulze das Top-Thema in der Hamburger Bildredaktion. Schnell macht der Fall der vermissten Familie aus Drage, 25 Kilometer südöstlich von Hamburg, bundesweit Schlagzeilen. Wo ist Familie Schulze? Von dieser Brücke sprang ein Vater in den Tod. Hier suchen sie ihre Leichen. Für Bild berichte ich seit über 20 Jahren über die Kriminalfälle, die hier in Norddeutschland oder in ganz Deutschland passieren. Das ist jetzt schon ein ganz besonderer Fall für mich. Der lässt einen auch persönlich einfach nicht los. Natürlich hat man einfach nur ein Ziel am Ende, dass der Fall Drage, wo eine ganze Familie von einem Tag auf den anderen verschwunden ist, einfach nur gelöst wird.
Bild-Chefreporter Thomas Knob trifft Sabine Zunker, Silvia Schulzes Tochter aus einer früheren Beziehung und Miriams Halbschwester. Mit 16 Jahren ist die heute 30-Jährige zu Hause ausgezogen und hat mittlerweile ihre eigene Familie. Sie offenbart unserem Reporter, dass sie ihrer verschwundenen Mutter noch regelmäßig SMS-Nachrichten auf ihr Handy schickt. Die letzte Nachricht ist tatsächlich erst ein paar Wochen her. Und das mache ich einfach. Es ist so eine Art Tagebuch. Es ist so eine einseitige Kommunikation, die mir aber hilft, irgendwie Dinge, die in mir sind, doch noch loswerden zu können in ihre Richtung. Es ist Mittwoch, der 22. Juli 2015, ein Tag vor den Sommerferien. Wie schon die Tage zuvor klagt Miriam auch an diesem Morgen über Bauchschmerzen. Ihre Eltern beschließen deshalb, dass Miriam zu Hause bleibt. Weil ihr Vater an diesem Tag frei hat, kümmert er sich um seine kranke Tochter. Silvia Schulze macht sich auf den Weg zur Arbeit bei einem Discounter, nur wenige Kilometer von ihrem Haus in Drage entfernt. Sie hat in Gestacht gearbeitet, dort wohl einen Anruf bekommen von ihrem Mann am Nachmittag, möglicherweise mit dem Inhalt, dass es der Tochter, die an dem Tag nicht in der Schule war, also krank gemeldet war, nicht gut gehe, weswegen sie vorzeitig die Arbeitsstelle verlassen hat und dann nach Hause gefahren ist. Um 16.20 Uhr verlässt Silvia ihre Arbeit im 11 Kilometer entfernten Gestacht. Um 16.50 Uhr verbindet sich ihr Handy mit dem heimischen WLAN-Netz in Drage. Danach gibt es von Silvia Schulze kein Lebenszeichen, keine nachweisbare Spur mehr. Gegen 17.25 Uhr telefoniert Markus Schulze noch zu Hause mit dem Besitzer eines Reiterhofs, dem er gelegentlich aushilft. Er soll auch am nächsten Tag, Donnerstag, arbeiten. Doch Markus Schulze zögert, berichtet der Mann später der Polizei. Was in den nächsten 2 Stunden geschieht, konnte bis heute nicht rekonstruiert werden. Um kurz nach 19 Uhr ruft Miriams Opa an, doch niemand geht ans Telefon. Eine halbe Stunde später, um 19.30 Uhr, ruft Markus Schulze seinen Schwiegervater zurück, erzählt, dass es Miriam und seiner Frau nicht gut geht, sich beide schlafen gelegt hätten. Doch was ist in den 2 Stunden zwischen diesen beiden Festnetzanrufen zwischen 17.25 Uhr und 19.30 Uhr mit Miriam und ihrer Mutter geschehen? Zeugen beobachten an diesem Abend noch, wie Markus Schulze Mülltonnen vor die Tür seines Hauses stellt. Was sich tatsächlich am späten Nachmittag bzw. durch die ganze Nacht hindurch ereignet hat, wissen wir bis heute nicht. Es gibt eine weitere Zeugin, die den Familienvater noch am Donnerstagmorgen am Auto in Drage wiederum gesehen haben will, wie er dort vorbeifuhr. Danach verliert sich die Spur. Als Silvia Schulze am Donnerstag und auch am Freitag nicht zur Arbeit erscheint, gehen bei der Polizei die ersten Vermisstenmeldungen ein. Die Beamten durchsuchen das Haus, finden Geldbörsen, Handys und Ausweise der Familie. Auch beide Autos stehen vor dem Haus. Es deutete nichts auf beispielsweise eine Auseinandersetzung hin, einen Kampf, der da stattgefunden haben könnte. Es deutete auch nichts darauf hin, dass die Familie möglicherweise verreist war und nur niemandem Bescheid gesagt hat. Und das war eben in der Summe so, dass die Kollegen gesagt haben, hier ist mehr passiert als einfach nur ein spontaner Wochenendtrip. Wir müssen hier weitere Maßnahmen treffen. Es beginnt eine groß angelegte Suchaktion. Im Ort und der näheren Umgebung. Wo ist Familie Schulze? Noch geht die Polizei von einem Unglücksfall aus. Auch Bild-Chefreporter Thomas Knob ist von diesem Zeitpunkt an mit dem Fall betraut. Als man mit den Nachbarn gesprochen hat und die alle sagten, die Familie gilt als super zuverlässig und auf einmal ist sie weg, da hatte man so das erste Mal das Gespür, da muss irgendwas passiert sein. Im Fokus der weiteren Suchmaßnahmen der Drager Strand. Eine beliebte Badestelle an der Elbe, unweit des Wohnhauses der Familie. Im Laufe der nächsten Woche suchen Polizei und Feuerwehr auch hier immer wieder nach der Familie. Später nach den Leichen von Silvia und Miriam Schulze. Hier waren Sonarboote im Einsatz. Taucher haben hier den Bereich abgesucht, um die ganzen Buhnenköpfe herum. Immer in der Annahme, möglicherweise, weil dieser Ort doch irgendwo eine Rolle spielte,
im Leben dieser Familie, dass hier Mutter und Tochter zu finden sind. Seit mittlerweile einer Woche gilt Familie Schulze als vermisst. Freitag, der 31. Juli 2015. Lauenburg an der Elbe, rund 25 Kilometer von Drage entfernt. Am frühen Morgen macht eine Anwohnerin eine grausame Entdeckung. Im seichten Wasser der Elbe nahe der Lauenburger Altstadt treibt ein lebloser, menschlicher Körper. Kurze Zeit, nachdem diese Nachricht bei der Polizei eingeht, macht sich auch Bild-Chefreporter Thomas Knob auf den Weg zum Fundort der Leiche. Die Ermittlungen zogen und zogen sich über Stunden hin. Und erst kurz vor Mitternacht war dann klar, der Tote, der aus der Elbe gezogen wurde, war der vermisste Vater. Am 22. Juli 2015 verschwindet Familie Schulze aus Drage bis heute spurlos. 9 Tage später wird der Leichnam des Familienvaters aus der Elbe geborgen. Bis heute geht die Polizei davon aus, dass Marco Schulze von dieser Brücke gesprungen ist und sich selbst das Leben genommen hat. Todeszeitpunkt laut Obduktion? Die Nacht vom 23. auf den 24. Juli. Die Umstände des Auffindens waren ja auch durchaus sehr ungewöhnlich. Beispielsweise war der Leichnam mit einem Spanngurt umwickelt, an dem ein Betonfuß hing. Und letztendlich konnten wir dann im Zuge der weiteren Ermittlungen feststellen, dass dieser Betonfuß von einer Baustelle genommen worden war. Da Mutter und Tochter immer noch vermisst werden, gehen die Ermittler zunächst davon aus, dass Marco Schulze auch seine Frau Silvia und Tochter Miriam getötet und in der Elbe versenkt hat. Wir haben dann natürlich umfangreiche Suchmaßnahmen in der Elbe, an der Brücke, unter Wasser, am Wasser durchgeführt. Dabei konnte ein Fahrrad am Grund der Elbe aufgefunden werden. Auf dem Fahrrad selber waren noch Spanngurte gleicher Bauart, wie sie auch am Körper befestigt waren, zu finden. Und das Fahrrad konnte letztendlich auch der Familie zugeordnet werden. Noch am selben Tag erfährt Sabine Zunker am Telefon vom Tod ihres Stiefvaters. Auch 6 Jahre danach fällt es ihr schwer, über die Tage und die Todesnachricht im Sommer 2015 zu sprechen. Der Obduktionsbericht hat wohl ergeben, dass er bis zu 7 Minuten mit dem Tod gekämpft haben muss. Sich wirklich auf so eine Art und Weise das Leben zu nehmen, zeugt für mich eigentlich irgendwie davon, dass er sich dann auch für irgendwas bestrafen wollte im Nachhinein. Hat Marco Schulze seine Frau und seine Tochter getötet, bevor er sich selbst das Leben genommen hat? Oder gibt es doch eine ganz andere Erklärung? Laut Miriams Halbschwester soll es zwischen den Eheleuten zuletzt Spannungen gegeben haben. Wollte sich Silvia Schulze möglicherweise von ihrem Mann trennen? Ich glaube, man muss simpel denken, dass sie sich trennen wollte und dass er das nicht akzeptieren wollte oder konnte und dann halt natürlich auch irgendwie Angst hatte, sein Kind zu verlieren. Vielleicht war er nicht besonders belastbar und hat das alles genommen und sich alles so zu Herzen genommen, dass er dadurch so belastet war, dass er keinen anderen Ausweg mehr sah. Im August 2015, wenige Wochen nach dem Verschwinden der Familie, die vermeintliche Wende im Fall Schulze. Bei der Polizei meldet sich eine Zeugin. Sie gibt an, die Familie noch am Nachmittag des 22. Juli 2015, also am Tag des Verschwindens, am Mühlenteich in Holmseppensen, circa 50 Kilometer von Drage entfernt, gesehen zu haben. Eine erste heiße Spur. Wir haben im Zuge dann der Überprüfung dort auch tatsächlich Geruchsspuren durch mehrere Fährtensuchhunde anzeigen lassen können, die übereinstimmend die Fährte von Vater, Mutter und Tochter angezeigt haben. Die Spuren von Mutter und Tochter endeten am See und nur die Spur des Vaters wurde um den See herum bis zur Straße zurück angezeigt. Für uns ein deutliches Indiz, dass dieser Ort irgendeine Rolle gespielt haben muss. Die Zeugin will einen Streit mitbekommen haben, später Schreie und einen Knall. Bild-Chefreporter Thomas Knob erinnert sich an die Tage der Suche am Seppenser Mühlenteich.
Ich stehe jetzt hier an der Stelle, wo dann auf einmal die Fährte von Mutter und Kind endete. Der See ist 5 Meter tief und man hat mehrere Punkte markiert. Es waren 17 insgesamt. Die sind mit dem Sonarboot ausfindig gemacht worden. Und bei jedem Punkt dachte man, jetzt passiert was, jetzt kommt eine Entdeckung. Es passiert am Ende nichts. Die Hundefährten lassen vermuten, dass Marco Schulze seine Frau und sein Kind hier am See getötet hat. Was dagegen spricht, am Nachmittag hatte er zu Hause noch 2 Telefonate vom Festnetz geführt. Eines mit dem Reitstallbesitzer. Hallo, Opa. Na? Eines mit seinem Schwiegervater. Zwischen diesen beiden Anrufen liegen gerade einmal 2 Stunden, in denen er die Tat hätte begehen können. Doch alleine für die Strecke vom Wohnhaus der Schulzes in Drage bis zum Mühlenteich in Holmseppensen und zurück benötigt man mit dem Auto gut 1,5 Stunden. So hätte Marco Schulze gerade einmal 1/2 Stunde Zeit gehabt, um einen Doppelmord zu begehen und die Leichen von seiner Frau und seinem Kind verschwinden zu lassen. Der Vater ist ja kein Profikiller oder ähnliches, sondern ein Familienvater. Und wie man mir auch erzählte, hat er seine Tochter über alles geliebt. Warum er dann das vermeintlich perfekte Verbrechen begangen haben könnte, erschließt sich mir überhaupt gar nicht. Letztendlich ist das, was für alle Seiten total frustrierend und nervenaufreibend ist, dass wir so wenig wissen über den konkreten Ablauf und dass wir vor allen Dingen das definitive Ende, nämlich das Auffinden von Mutter und Tochter, nicht haben, sodass das immer noch ungeklärt ist. Ich hoffe tatsächlich, dass sie gefunden werden. Auf welche Art auch immer. Es wird mir Klarheit bringen. Und Klarheit ist Heilung irgendwann. Und Heilung bedeutet für mich, dass ich abschließen kann. Mittlerweile ist die Soko Schulze aufgelöst. Alle Ermittlungen, die das Schicksal von Miriam und Silvia Schulze noch hätten klären können, liefen ins Leere. Der Vermisstenfall Schulze wird zum Cold Case. Deshalb richtet sich die Polizei noch einmal mit einem Appell an die Öffentlichkeit. Bis heute sucht die Polizei weitere Zeugen, die möglicherweise die Familie oder auch nur den Familienvater in der Nacht vom 22. auf den 23. Juli 2015 oder sogar in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli 2015 gesehen haben. Wir wissen nicht genau, zu welchem Zeitpunkt der Familienvater sich mit dem Fahrrad von Drage nach Lauenburg an der Elbe bewegt hat, um dort Selbstmord zu begehen. Zudem will die Polizei wissen, wem ist am 22. Juli 2015 rund um den Mühlenteich in Holmseppensen etwas Besonderes aufgefallen? Wer hat Beobachtungen gemacht, die möglicherweise zur Aufklärung des Falles beitragen und helfen, das Schicksal von Miriam und Silvia Schulze 6 Jahre nach ihrem Verschwinden endlich zu klären?